Herzlich willkommen in der Alten Nationalgalerie. Mein Name ist Ralf Gleis. Wir beschäftigen uns in den kommenden Minuten mit der geschauten und der erträumten Landschaft als Beispiele für alternative Wege in die Moderne. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Landschaftsmalerei. Die Künstler des belgischen Symbolismus erweitern die bisherigen Formen der Landschaftsdarstellung Ende des 19. Jahrhunderts durch einen ganz neuen, psychologischeren Blick auf ihr Umfeld in Stadt und Natur. Inwiefern unterscheiden sich Ihre Interpretationen von Landschaft im Vergleich zu dem Blick der Impressionisten? Szenen wie in einem Traum, stillgestellt zwischen Moment und Vergehen, prägen die Landschaftsmalerei des Symbolismus. Die sehnsuchtsvolle Melancholie des Fin de Siècle lassen die Natur zum symbolschweren Gefühlsraum werden. Figuren und Umrisse sind im diffusen Licht nicht mehr exakt zu erkennen, genauso unklar wirken die dargestellten Situationen. Landschaften erscheinen als Schauplätze der Einsamkeit, in denen vereinzelte, schattenlose Gestalten die entrückt spukhafte Wirkung unterstreichen. Knopf zeigt seine Figuren in der Handlung innehaltend und ohne jegliche Interaktion. Es entspinnt sich der Eindruck einer unheilvollen Stille und Isolation. Die in der symbolistischen Landschaftsmalerei angestrebte Verbindung zwischen der äußerlichen Welt und dem Seelenleben findet ihren höchsten Ausdruck im Motiv des Wasserspiegels. Dabei steht die Gewässeroberfläche zum einen als Metapher für den Seelenzustand, zum anderen verdoppelt sie immer auch die Realität und suggeriert die Grenze zu einer anderen geheimnisvollen Welt. Darauf spielt ebenso Kubins fantastischer Roman Die andere Seite von 1909 an. Das Davor und Dahinter, das Jenseitige, ließ das Spiegelbild zu einem Lieblingsmotiv der Symbolisten werden, sei es im Innenraum oder als Gewässer in den zahlreichen Darstellungen einsamer Landschaften. In den Gewässern spiegelt sich zugleich auch die Erinnerung an längst vergangene mystische Zeiten. Die Vorliebe der symbolistischen Maler galt Städten wie Brügge und Venedig, ehemaligen Handelszentren, deren Blütezeit längst überschritten war, mit ihrem morbiden Charme. Für Knopf war Brügge das Venedig des Nordens und die Stadt seiner Kindheit ein melancholischer Sehnsuchtsort, den er um die Jahrhundertwende in zahlreichen Ansichten verewigte. Von meditativer Stille und Melancholie getragen, zeigt sich die Stadtlandschaft verschwommen, voller Mystik und somit mehr als atmosphärisches Phänomen, denn als getreue Vedute. Das Zwielicht zwischen Abend und Nacht hüllt die Szenerien in eine rätselhafte Atmosphäre. Die tote Stadt avanciert zum dekadenten Sinnbild gesellschaftlichen Niedergangs. In George Rodenbachs Roman Das tote Brügge von 1892 erlebt der Protagonist die Stadt als schwermütiges Sinnbild für seine verstorbene Gattin. Hier heißt es, ein Hauch des Todes wehte mich von den geschlossenen Häusern an, deren Scheiben wie im Tode gebrochene Augen starrten. De Gouffes-Denungs Gemälde löst mit dem vom Niedergang kündenden Gebäude mit den eingeschlagenen Fenstern ähnlich trostlose Gefühle in einer menschenleeren Abendstimmung aus. Sein dunkelschimmerndes Gemälde von Venedig führt diese Stimmung fort und erinnert zugleich an James McNeill Whistlers Nocturne in Blau und Silber aus dem Jahr 1872. Es ging den symbolistischen Künstlern weniger um die geschaute als die erträumte Natur. Die geheimnisvollen Reflexe auf die Welt des Realen sollten auf den hinter den Dingen liegenden Sinn verweisen. In Werken von Knopf und Klimt trifft der intendierte gedankliche Tiefgang jedoch auch mit einer fast impressionistischen Auflösung der Farbflächen zusammen. Gustav Klimts einfühlsame Landschaft »Ein Morgen am Teiche« von 1899 changiert deutlich zwischen der Rezeption der Gemälde Fernand und Knopfs und der von Claude Monets Morgen an der Seine. Die in weichen Konturen mit zarten Abtönungen gegebene Vegetation lassen die Natur geradezu spürbar werden. In diesem Beispiel wird das Verbindende zwischen den kunsthistorischen Kategorien Impressionismus und Symbolismus in der künstlerischen Praxis offenkundig. Die ästhetischen Verbindungslinien zwischen Symbolisten und Impressionisten lassen sich an ausgewählten Beispielen zeigen. Von welchen Begegnungen unter den Repräsentanten der beiden Strömungen wissen wir? Tatsächlich war Monet auf zahlreichen Ausstellungen in Brüssel vertreten, zunächst auf denen von Levin, später deren Nachfolger La Libre Esthétique.
Hier bot sich nach dem Ende der eigentlichen Impressionistenausstellung in Paris, die von 1874 bis 1886 stattfanden, ein neues Zentrum für progressive Kunst. Seinem Beispiel folgten auch Camille Pissarro, Paul Cézanne, Auguste Renoir oder Alfred Sisley. Für die weiter gefassten Ausstellungen von La Libre Esthétique kamen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Künstler der Nabi wie Maurice Denis oder Pierre Bonnard nach Brüssel. Bei diesen Ausstellungen trafen also alle Tendenzen der aktuellen Kunstentwicklung seit den 1880er Jahren aufeinander. Hier können die Impressionisten und Neoimpressionisten einerseits und die symbolistisch Inspirierten andererseits als zwei wesentliche Gruppen benannt werden, die sich parallel entwickelten. Dass verschiedene Strömungen moderner Kunst nebeneinander existierten, war im 19. Jahrhundert nicht ungewöhnlich, vielmehr ist es geradezu ein Signum dieses Zeitalters. Kunstkritiker und symbolistische Schriftsteller wie Baudelaire haben Edgar Degas und die Impressionisten als Maler des modernen Lebens bewundert und zugleich die Symbolisten als Entdecker der Traumwelten. Das Festhalten des flüchtigen Sinneseindrucks von Licht und Farbe im Alltäglichen erscheint als ein grundverschiedener Ansatz gegenüber jenem der weltabgewandten Suche nach dem Extraordinären und Rätselhaften. Dennoch sind die beiden Strömungen der Moderne nicht als ihre jeweiligen Antithesen zu verstehen. Eher wird hier ein Lied mal in Dur, mal in Moll gespielt. Beispiele für diese Nähe sind Rodin als Bildhauer in seiner eigenen Kategorie, dessen Arbeiten in Teilen sowohl dem Impressionismus als auch dem Symbolismus zugerechnet werden könnten, oder auch Maler wie van Rijsselberghe und Klimt, die in ihre Kunst impressionistische Stilmerkmale integriert haben, was den Symbolismus deutlich von den anderen Avantgarden der Zeit absetzt, ist das spezielle Interesse an den inneren seelischen Vorgängen des Menschen sowie dem Ausdruck von Gefühlen und Gedanken als Ziel ihrer Kunst.